So, Marc, ich schwöre, jetzt sitzen wir seit zwei Tagen auf der Bank. Mir ist schon so kalt und irgendwie, wann hast du dich umgezogen eigentlich? Ja, während du geschlafen hast, da auf der Bank. Aber mir ist auch so kalt. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Schau mal auf den Mediawürfel. KAC, schau mal. VSV. Jetzt dauert es nur noch eine gute Stunde. Jetzt hat das Warten ein Ende. Du, der Sieg gegen Wien hat so dermaßen gut getan. Gell? Immer noch ein bisschen im Blut, aber jetzt ist da wieder, ist ja alles neu. Kann man davon irgendwas mitnehmen, von diesem Wien-Sieg, diesen Rückenwind? Wohl, auf alle Fälle, ja. Davor gehe ich noch eins weiter zurück. Sieg in Innsbruck, dann hier gegen die Wiener Capitals. Es waren super unterwegs gewesen, die Capitals. Hier quasi die erste Niederlage seit vielen Auswärtsspielen hier in Klagenfurt. Mannschaft hat sehr gut gearbeitet und wenn du mit den Jungs redest, haben sie wirklich sehr, sehr viel positive Energie mitnehmen können aus dem Spiel gegen die Capitals für heute, für das Derby. Und das Allerschönste ist natürlich, wenn es ausverkauft ist, ich glaube nach 12 Minuten, wir haben schon mal erwähnt, es gibt keine Tickets mehr und das wird richtig spektakulär, noch ist ja alles ein bisschen ruhig. Die Ruhe. Und, ja, vor dem Sturm. Vor dem Sturm. Und wir haben uns auf das Magazin heute ein bisschen was vorgenommen. Wir haben das Radio Kärnten Eishockey-Magazin einmal besucht. Behind the scenes, wir, stimmt nicht ganz. Das wirst du heute machen, Marc. Freust du dich schon? Ja, sehr. Schauen wir mal, was die Jungs da zusammenbringen und vor allem, wie sie das machen. Ist ja ganz eine tolle Geschichte. Also, da freuen wir uns. Und jeder hatte seine Erfahrung ja auch mit dem Eishockey-Magazin. Viele, viele Stunden auch verbracht. Und wir haben euch, liebe Fans, dann gefragt, einmal, was euer spezieller Moment ist mit dem Kärnten Eishockey-Magazin. Und das haben nicht ich gemacht, nicht der Marc, sondern die Nadine. Im Kärnten Eishockey-Magazin? Eigentlich viel, weil es eigentlich schon seit über 20 Jahren hoch. Es ist wirklich interessant, auch zum Zuhören, auch wenn man es nicht sieht. Aber man fühlt sich so, als wenn man mal in der Halle selber wäre. Also das ist schon gut gemacht. Natürlich, bei den Derbys hast du nie Karten gekriegt und dementsprechend hast du halt nachher daheim mitgefiebert. Und jetzt haben wir zum Glück Karten und deswegen sind wir mit meinem Buben heute da und schauen wir uns das jetzt live an. Mein Papa hört es nämlich auch oft, der verfolgt es immer über das Magazin und es ist sehr spannend auf jeden Fall über das Radio zu hören. Dann hat es einen Kommentator aus Villach gegeben. Und der Kommentator natürlich aus Klagenfurt und die haben sich auch gematcht und es war immer eigentlich von der Seite auch her sehr spannend. Ja, das waren einige Anekdoten der KAC-Fans und bei Marc sind jetzt die Stimmen des Kärntner Eishockey-Magazins Hannes Orage und Gerhard Betscher. Ja, vielen Dank, Nadine. Und ich bin hier in den heiligen Räumen des Kärntner Eishockey-Magazins. Vielen Dank, die Herren, dass ihr einen Einblick hier bekommen und auch den KAC-Fans liefern können. Hannes, erzähl ein bisschen. Wie geht da die Vorbereitung? Wie viel Arbeit muss man investieren, damit man dann so cool wie ihr das live dann rüberbringt? Du, es ist eigentlich gar nicht so viel Arbeit. Man ist das ganze Jahr drinnen in der Materie. Man muss nur schauen, ob sich wirklich was geändert hat von Freitag auf heute. In dem Fall zum Beispiel 48 Stunden, du bist ja auch immer da. Also es ist gar nicht so viel großartig, wenn man im Flow drinnen ist. Natürlich gibt es die ein oder andere Geschichte, die man sich vorher herausschreibt. Aber es ist eigentlich in der Saison dann einfach ein Fluss von einer Partie auf die andere. Es geht ja so schnell, der Spielplan ist ja unfassbar eigentlich. Und in Wahrheit geht eins aufs andere. Also die Vorbereitung ist nicht so intensiv, wie es früher vielleicht einmal war. Gerhard, jetzt sind wir da beim Kärntner Derby. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Kann man da ein bisschen auch Fan sein? Kann auch ein blau-weißes oder rot-weißes Herz beim Radiomoderator, Reporter schlagen? Man muss sogar ein bisschen ein Fan sein, aber für das Kärntner Eishockey klarerweise. Ich komme ja aus Villach, Hannes kommt aus Klagenfurt. Wir kommentieren das Kärntner Derby natürlich für unsere Hörer. Und wichtig ist es, dass wir so drüber bringen, dass egal ist, wer führt, dass wir einfach diese Leidenschaft drüber bringen und einfach diese Spannung, diese Faszination eines Kärntner Derbys. Und natürlich hat man natürlich im Hinterkopf ein bisschen seinen Verein irgendwie drin. Aber das braucht man dann auch, um gerade diese Angriffe leidenschaftlich zu machen. Aber ich glaube, das kann Hannes mir auch bestätigen. Wenn der KAC dann kommt, dann macht man es genauso. Also es ist einfach ein Kärntner Derby für unsere Kärntner Hörerinnen und Hörer. Du, ich kann euch nur ein Kompliment geben, diese Leidenschaft hört man dann auch. Ja? Wir haben ein bisschen Fernsehen gemacht, passieren immer wieder Hoppalas. Jetzt wollen wir von euch zwei wissen, euer größtes Hoppala live in der Vorbereitung,
Ich fange bei dir an. Jetzt überrascht mich ein bisschen. So viele Hoppalas habe ich gar nicht im Prinzip, aber es kann schon passieren. Da kommt man in eine Halle und vergisst plötzlich ein wichtiges Kabel. Das ist dann immer so ein bisschen eine Paniksituation im ersten Moment. Natürlich haben wir Akkus, natürlich haben wir Batterien. Aber hält die Batterie, hält sie durch, das Kabel schaffe ich nicht mehr. Wenn ich irgendwo in einer Halle unterwegs bin, du kannst ja nicht mehr so schnell ein Kabel bekommen. Oft gibt es nette Kollegen, die dir dann vielleicht ein Kabel leihen oder wie auch immer. Und da habe ich schon einmal wirklich Glück gehabt, denn die Batterie war schon auf 1%. Es war eh hier in Klagenfurt keine Chance mehr, in die Halle, also Halle in Studio zu kommen, klarerweise. Und gerade noch habe ich es drüber gebracht, Verlängerung aus, Spiel aus, Batterie aus. Aber es war alles live drauf. Oft hat man ein Glück. Hannes, kurz, weil wir sehen, die Mannschaft kommt, ihr müsst gleich wieder auf Sendung. Geht sich noch ein Hoppala kurz aus oder hast du eh nie eins gehabt? Du, ich habe genügend Hoppalas gehabt, nur die fallen immer, wenn sie brauchst, nicht ein. Aber ich habe in Zagreb schon einmal mit den Ordnern diskutiert neben mir und ich war eigentlich schon auf Sendung. Also das war so ein Mischmasch, Kauderwelsch aus Englisch, irgendwas dann im Radio, weil du natürlich auch den Moderator, wenn es laut ist in der Halle, du hörst ja den Moderator im Studio natürlich auch nicht so gut. Und da passiert natürlich das ein oder andere, dass du vielleicht kurz einmal mit einem Ohr nicht dabei bist. Das ist das Allergefährlichste. Gentlemen, einstweilen einmal, vielen, vielen Dank. Mannschaften sind am Eis. Bitte, weiterarbeiten. Hineinstarten. Lessio mit dem Querpass. Ui, da war, glaube ich, schon die Stange dabei. Ja, ganz zumindest die Außenumrandung war dabei. Und Jean-Philippe Lamoureux auch in die andere Ecke. Jetzt wieder Lessio mit der Möglichkeit. Aber die Blau-Weißen können sich hier wieder dazwischen fighten und starten auch schon wieder den nächsten Angriff. Aber abgeblockt. Und da ist schon wieder dieser starke Lessio, der schon wieder aufbaut zur Mittelschussmöglichkeit. Aber wieder geblockt. Und der VSV kommt schon wieder raus. Viel Tempo jetzt auch schon in den ersten Minuten. Oh, 12 Minuten. Denn 51 Sekunden sind noch zu spielen. Jetzt auch ein knallharter Check. Ein harter Check gegen Maxa. Dem muss es da die Luft aber sowas von herausgepresst haben. Uiuiui. Ui, ui. Da werden heute aber die Checks ganz fertig gefahren. Gentlemen, ganz kurz noch. Wirklich beeindruckend. Ich habe jetzt über die Schulter geschaut. Aber eine Frage. Mit wem kommuniziert ihr dann immer oder wie funktioniert das? Ja, mit dem Moderator im Studio, der natürlich hier im Landesstudio sitzt, dementsprechend über unsere Leitungen. Das funktioniert alles über Handynetz. In diesem Fall ist es Christian Meierhofer, der heute im Studio sitzt und mit uns sozusagen ständig hier auch durchs Programm führt. Mit Hannes und mit mir. Jungs, es geht weiter. Bitte aufpassen. Und wie es dem Christian im Landesstudio geht, das schauen wir uns jetzt an. Servus aus dem DJ-Studio im ORF Landesstudio Kärnten. Mein Name ist Christian Meierhofer. Ich moderiere heute Abend das Kärntner Eishockey-Magazin. Aber mir ist schon bewusst, dass ich bei einem Kärntner Derby da eher selten zu Wort kommen werde. Wir haben es natürlich auch mit den Statistiken im Magazin. Und so ist das heute die 2437. Ausgabe des Kärntner Eishockey-Magazins. Ich klar, dass da auch unsere Reporter schon in die Jahre gekommen sind. Heute sind es Gerhard Betscher und Hannes Orage. Und jedes Tor am Ohr. Das ist das Ziel des Magazins seit vielen, vielen Jahren. Und zwar jedes Tor sofort am Ohr. Und daher ist es auch wichtig, mit den Reportern in den Hallen zu kommunizieren. Und das machen wir über diesen Knopf, über diesen Talk-Knopf. Da spreche ich dann mit den Reportern, frage dann vielleicht, wie lang geht das Powerplay noch, wie lang dauert es mit dem ersten Drittel noch. Natürlich haben wir auch eine Playlist, aber erfahrungsgemäß werden all die Titel Roxette, Nena, Bizzera und Jaus nicht in voller Länge gespielt. Unsere Reporter sind halt immer gern live drauf und am liebsten sind ihnen ohnehin zweistellige Ergebnisse. Was immer das heutige Derby bringen wird, wir sind sehr gespannt, hoffen auf viele Tore, wünschen euch einen spannenden Eishockeyabend und damit zurück in die Halle. Ja, wirklich sehr interessante Einblicke in das ORF-Landesstudio. Vielen Dank dafür. Sehr interessant waren aber auch die Bilder des Tages. Just leave.
Ja, wir kommen zur Analyse des heutigen Spiels. Es ist, glaube ich, das Ergebnis, das es am häufigsten gibt, 2:3 oder 3:2. Aus KC-Sicht hat richtig wehgetan, 2:3, Marc. Wie schaut denn deine kurze, knackige, sportliche Analyse aus? Außer, dass es ein bisschen wehtut. Alle Derbys, das können wir festhalten, heuer mit einem Torunterschied entschieden worden. Klagenfurt eigentlich gut gestartet, Drittel 1. Sehr ambitioniert, gute Chancen herausgearbeitet, aber 2:0 für Villach. Dann das 3:0 für Villach. Und dann hat Klagenfurt sich schwer getan, diesen Rückstand aufzuholen. Viel Kraft investieren müssen. Es hat nicht mehr ganz gereicht. Villach ist zum Schluss, hat ein bisschen gewackelt, aber am Ende der Reise wahrscheinlich der verdiente Sieger. Genau, mit einem Torunterschied hast du schon gesagt. Thomas, 100 Pfund haben wir direkt nach dem Spiel. Danke nochmal, Hundi, dass du dich auch stellst. Zum Interview gehabt, der Marc hat ihn gehabt. Und mal schauen, was er gesagt hat. Thomas, viel hat nicht gefehlt. Dein erster Eindruck vom Spiel heute? Ja, leider haben wir zwei Tore hergeschenkt im ersten Drittel. Und von dem sind wir dann leider nicht mehr zurückgekommen. Wir haben zwar bis zum Schluss gekämpft, aber ja, jede Serie bricht leider mal. Auf was ist es konkret heute angekommen? Ja, ich glaube, sie waren im Abschluss einfach kälter als wir. Wir haben den nötigen Tore nicht geschossen. Wir sind das ganze Spiel in Rückstand nachgelaufen. Es kostet Energie und zum Schluss haben wir dann nicht mehr die nötige gehabt, um den Ausgleich zu schießen. Vielen Dank. Danke. Ja, Marco, und dann würde ich sagen, schauen wir uns zumindest einmal den Treffer an, den wunderschönen Bauer-Treffer der Rotjacke. Leider sind sie nur zwei geworden an diesem Abend. Aber dieser Treffer zum 3:1, Anschlusstreffer durch Rockteacher, wunderschön im Powerplay. Ja, wunderschön und sehr, sehr wichtig, dieser Treffer. Einerseits, dass das Powerplay funktioniert, dass man es zeigt. Zweitens, man ist wieder im Spiel. Und drittens, Lamoureux ist schlagbar in diesem Moment, weil vorher ist er die Null gestanden. Und wenn wir sehen, wie hier die Scheibe quer gespielt wird und Rockteacher diesen Pass direkt abnimmt, ab ins Glück, wunderschönes Tor. Genau, und dann haben wir natürlich alle gehofft, dass es da mal spannend wird, haben alle auf diesen zweiten Treffer gewartet. Der ist dann auch so 20, 30 vor Ende gefallen durch schön Fabian Hohegger, der war generell auffällig am heutigen Abend. Der hat viel, viel probiert und am Ende hat es dann nicht gereicht. Marc, muss man einen Hackel runter machen. Trotzdem, und für die gute Nachricht bist du immer du zuständig am Ende. Man hat ein Derby verloren, jede Serie geht zu Ende, aber es ist noch nichts passiert. Ja, genau. Also wenn wir die anderen Spiele beobachtet haben, es ist an der Tabellensituation hat sich nichts geändert. Und Klagenfurt hat jetzt noch 7 Spiele, 5 davon gegen Gegner, die hinter dem KAC liegen. Also da könnte man, immer könnte, wir sind ja im wenn Sport. Wenn man wollte. Ja, wollen werden sie, aber das ist ja kein Wunschkonzert. Man könnte dort viele und wichtige Punkte sammeln. Genau, und die nächste Möglichkeit zu Hause, die gibt es am Sonntag gegen den HC Asiago. Wäre gute Möglichkeit, liebe Fans der Rotjacken. Family Day mit super Tickets angeboten. Alle Infos gibt es natürlich auf kc.at. Und ganz wichtig, Beginn 16 Uhr, familienfreundlich. So ist es, genau. Wir gehen uns ein bisschen ärgern. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.